Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich habe was ganz Neues in meinem Badezimmer und zwar eine Bambuszahnbürste. Und warum ich mich von meinen Plastikzahnbürsten verabschiedet habe, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Bambuszahnbürste, es ist gestern hier angekommen, ich zeige es mal eben in die Kamera von der Verpackung her, schaut so aus und ist komplett ökologisch abbaubar. Ja, man könnte sagen, Bambuszahnbürsten wachsen nach. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so diese Plastikzahnbürsten gewöhnt ist. Aber ich sage dir jetzt eben auch gleich, warum ich mich dafür entschieden habe. Also, ich bin ja schon seit einer Weile unterwegs, in Anführungsstrichen, ein bisschen weniger oder überhaupt, soweit es irgendwie möglich ist, wenig Plastik zu verwenden. Zum einen aus ökologischen Gründen, um Mutter Erde einfach zu schonen. Wir produzieren einen so immens hohen Plastikmüll. Bei verschiedenen Produkten, die es am Markt gibt, kommt in mir teilweise auch so ein bisschen Ärger auf, wo es wirklich Dinge sind, wo ich denke, das brauchen wir, das braucht diese Welt doch nun wirklich nicht. Aber okay. Ich kann ja nur bei mir anfangen und für mich die Entscheidung treffen und deshalb mache ich auch das Video hier, um dich vielleicht zu inspirieren, mal ein bisschen mehr auf Plastik zu verzichten. Der weitere Aspekt ist aber auch, dass wir unseren Körper ja auch arg belasten mit Plastik, weil da einfach Stoffe drin sind, die unserem Körper nicht gut tun, die wir aber aufnehmen. Und deshalb hat mich dieses Thema Bambuszahnbürste vor 2 Jahren schon ein bisschen angesprochen. Aber ich habe es immer wieder ad acta gelegt und habe trotzdem so meine klassischen Plastikzahnbürsten immer noch verwandt. War jetzt ja aber vor, ja, eine Woche ist es jetzt her, in Frankfurt bei Dr. Karin Bender-Gonzer. Sie ist holistische Zahnärztin. Und da haben wir einen ganz genialen Online-Videokurs zur holistischen Zahngesundheit, wie du dir selbst da einfach helfen kannst, abgedreht. Und da bin ich nochmal arg mit dem Thema Plastik, was das mit uns macht und auch was ich mir damit selbst einfach antue, wenn ich wenigstens 2-mal am Tag so ein Plastikteil in den Mund stecke, meinen Speichel damit belaste und so einfach auch über den Speichel ja diese quasi Giftstoffe, die der Plastik abgibt, aufnehme und ja, mein Körper dann damit einfach auch nochmal klar werden muss oder klarkommen muss. Und ich auf der anderen Seite dann aber schaue, dass ich mich ordentlich ernähre, dass ich vor allem auch überwiegend Rohkost esse und auf der anderen Seite aber 2-mal am Tag wenigstens so ein Plastikteil in den Mund stecke. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt gibt es nur noch Bambuszahnbürsten. Ist bestimmt ein bisschen gewöhnungsbedürftig zunächst mal. Aber ich mache ja auch schon seit geraumer Zeit meine Zahnpasta selbst. Auch aus ökologischen Gründen, einfach um Verpackungsmüll zu sparen. Es ist im Grunde genommen viel, viel günstiger, Zahnpasta selbst herzustellen. Bei mir war es bislang, bis ich letzte Woche bei Karin in Frankfurt war, die ganz simpelste Variante, einfach nur Kokosöl mit Natron, mit Kaisernatron und sonst nichts. Und bei Karin in Frankfurt haben wir eine ganz, ganz tolle Zahnpasta, die so richtig die Zahnpasta-Konsistenz eben auch hat, gemacht. Ich werde darüber noch ein eigenes Video machen oder für die Kursteilnehmer, die bekommen ja auch das genaue Rezept dann auch von der Karin. Das ist auch, war auch zuerst mal gewöhnungsbedürftig, von der klassischen Zahnpasta umzusteigen auf die simple Variante Kokosöl mit Kaisernatron. Und jetzt ist das hier auch mal so 1-2 Tage gewöhnungsbedürftig, aber dann hat man sich dran gewöhnt und dann möchte man sowas einfach nicht mehr missen. Je mehr man sich auch auf den Weg zu so einem bewussteren Leben begibt, mit weniger Chemie, mit weniger Plastik, mit mehr Achtsamkeit sich selbst gegenüber, aber auch Mutter Erde gegenüber, die uns nährt und trägt und der, was ja eigentlich auch, ja, ich sag jetzt mal, schuldig sind, auch gut für sie zu sorgen, auch im Hinblick auf unsere Nachkommen, gibt es so viele Aspekte, wo man einfach auf Plastik verzichten kann und da ist letzten Endes jeder selbst gefragt und das war für mich jetzt einfach ein ganz wichtiger Schritt umzustellen. Diese Zahnbürsten sind, wie gesagt, 100% ökologisch abbaubar. Ich verlinke dir auch gerne meine Quelle, wo ich sie bestellt habe. Sie wirkt
Bambuswohl, habe ich nachgelesen auch oder auch von Karin eben erfahren. Sie wirkt auch antibakteriell und alle 3 Monate soll man ja sowieso die Zahnbürste wechseln. Und ja, von daher ist das für mich jetzt so die wunderbare Alternative zum Thema ökologisch, chemiefreier, plastikfreier Leben und meinen Zähnen einfach, meinem Körper etwas Gutes zu tun. Ja, das war's zum Thema Bambuszahnbürste von Bambusliebe. Im Übrigen ist ja auch die Verpackung hier zu 100% ökologisch abbaubar. Das ist also Papier und sie war auch hier einfach nur in so einer Papierhülle drin verpackt. Ja, für mich einfach die geniale Variante und ein logischer Schritt einfach in ein bewussteres Leben. Gut, ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse und vielleicht magst du ja jetzt ja auch umsteigen. Schick dir eine herzliche Umarmung. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard. Ciao, ciao.